Hallo und herzlich willkommen zum allerersten Event in Honkai Star Rail. Ich bin mal sehr gespannt, was uns erwartet. Pilsenstadt Superliga. Hier haben wir unsere Belohnungsvorschau. Ja, Ziele. Ah, Federgewicht, Gleichgewicht, Mehrgewicht. Okay, Mittelgewicht und Schwergewicht. Ja, so. Man kann auch dann ja, belohnen und dann abholen und so weiter. So, los. Ja, sollen wir halt hier in den Fight Club rein, würde ich mal ganz stark schätzen. Dann machen wir das auch mal. Dazu muss man natürlich vorher erstmal Quests absolviert haben, aber das macht man ja eigentlich. So, und die neue Season des Fight Clubs hat begonnen. Melde dich jetzt für die Federgewicht-Matches an. Solltest du Fragen haben oder an den Matches teilnehmen wollen, kannst du mich gerne darauf ansprechen. Ich werde dir alles so gut wie möglich erklären. Ich will mitmachen. Kein Problem. Ich helfe dir gleich, alles in die Wege zu leiten. So, da sehen wir das. Da, Kampf. Eins von vier. Dann kommen die ganzen Kämpfe dann noch. Na, siehst du, wir kriegen auf jeden Fall ein bisschen Jade. Das ist doch sehr nett. 17 Tage Zeit haben wir. Gut. Fügt beim Kampfeintritt allen Gegnern eine Schwäche zu, die den Typen der Verbündeten entsprechen. Okay, cool. Ah ja, Team anpassen. Schnell Dingens. Ah, guck mal, er ist so Probe da. Auch nicht schlecht, aber ich nehme ja lieber meinen eigenen mit. Aber kann man mal sehen, wie der... Ne, kann man nicht sehen, was er hat. Naja, gut. So, ich nehme meinen eigenen. Passt. Die vier. Mögliche Schwächen. Ja, passt schon. Herausforderung starten. Auslosung starten. Konzentriere dich auf Angriffe. Ach, guck mal, da kommt einer von denen. Auch nett gemacht. Sampi. Sampi. Boni können nach dem Besiegen von Gegnern erhalten werden. Okay. Interessant. Dann gucken wir uns das mal alles an hier. Ja, also man sieht, die sind jetzt noch nicht so so stark. Aber gut, das stand auch Level 50, man ist ja 60 auf 60 bei Belangstufe 3. Ich bin ja kurz davor, 4 zu werden, Belangstufe 4, dass ich dann auf 70 komme. Aber dazu kommen wir dann ein anderes Mal. Wenn die Schwäche eines Gegners gebrochen wird, werden die Debuffs aller seine eigenen Schwächen beim Schwächebruch ausgelöst und erleidet aus dem Dot. Okay. Dann Aussuchung starten. Ah, bezwungen, ja. Nett gemacht. Ja. Woher haben die so viele verrückte Leute? Ja, das ist auch eine gute Frage, ja. Och, was? Ist er nicht umgefallen? Oh. So ein Käse aber auch. So, und nieder mit dir. Tada. Ach ja. Runde 2 und auf Wiedersehen. Jo, das sah schön aus. Irgendwie 50.000 Schaden gesamt oder so. Kann man auch mitleben. Erhöht den Bruchereffekt von Verbündeten um 200%. Krass. Also, das ist nicht schwierig, das zu schaffen. Ja, da kannst du sogar mit Level 1 das hinkriegen. Oh, Stufe 51. Uiuiuiuiuiui. Na, 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 na. So, und... Bam, bam. Ja, das sieht doch gut aus. Und dann kommen wir noch von oben. Ja, wunderbar. So, nun weg mit dir. Ja, 35.000 kritisch. Gut, damit kann ich auch leben. Ja. So viel ist gut. Nachdem man Verbündeter einem Gegner Schwächebruch zugefügt hat, sinkt der Widerstand aller Gegner auf 0 und verursacht Schwächebruch bei ihnen. Auch nicht schlecht. Also es ist wirklich einfach. Krass. Ja, aber nett. Wirklich sehr nett gemacht. Ah, verehrte Fragmentum-Kreatur. 53. Na, 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 na. Dann wollen wir mal.
Oh, gleich zwei von der Sorte. Ach, man wird auch noch geheilt. Ach, ist ja faszinierend. Ist mir gerade vorhin gar nicht so aufgefallen, wenn ich ehrlich bin. Ja, machen wir erstmal einen normalen Angriff. So, er kann auch von oben. Bam, bam, bam. Ach, man hat auch noch 18 Minuten Zeit jetzt. Ist dann auch nicht so schwer. So, dann lass ihn mal weg, bitte. Danke. Och was, kein Crit. Ja, jetzt haben beide den Schwächebruch erlitten. Sieht auch nicht schlecht aus. Aber umfallen wollte er es noch nicht. Ach, der ist sogar noch vereist dann auch noch. Das ist ja super. So, jetzt kommt der Blitz von oben. Bam. Jawohl. Gewonnen. Neuer Rekord. 7 Runden insgesamt. Okay, das ist die Belohnung. Das war Federgewicht. So, jetzt verfügbar in einem... Das steht aber ganz komisch da. Ich würde mal sagen, in einem Tag oder sowas. Auf jeden Fall könnte ich jetzt das immer wieder machen, wenn ich jetzt wollen würde. Um meinen Rekord halt, ja, verbessern. Bringen tut er mir aber nichts. Ziele. Rekord abholen. Mission konnte nicht angenommen werden. Test 999. Aha. Ja, dann war's das wohl erstmal, ne? Verfügbar in 1,5 MI. Ja. Gut. Kein Spiel ist von Bugs befreit. Das ist so. Ja. Und jetzt kann ich wie mal kämpfen jetzt hier. Es wird aber nur einmal die Belohnung geben. Also es kann ja nicht sein, dass ich jetzt nochmal kriege. Außer man kann jetzt wirklich nochmal jeden... also dass die Gegner, die man besiegt hat, dass sie wirklich besiegt sind. Aber dass jetzt zum Beispiel noch andere kommen. Einmal ganz kurz gucken. Nein, das geht immer wieder von vorne los. Ja, das Einzige, was man machen kann, ist seinen Rekord zu brechen. Aber guck mal, da kommt direkt wieder derselbe. Nee. Wenn die Herausforderung unterbreche und dann aktuellen Fortschritt speichern, wieder... Nö, abbrechen. So. Gut. Dann haben wir das gemacht. Gibt es dann auch hier irgendwie... Ja, Season-Belohnung, Schwierigkeitsgrad. Soll man nachher mit Schwergewicht soll man hier abschließen? Auch nicht schlecht. Dann gibt es nochmal Punkte. Ja, ich sehe das ja. Danke. Gut. Dann sehen wir uns am nächsten Tag wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.